So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Risen 2. Die meisten glauben nur das, was sie sehen. Kann ich ihnen nicht verdenken. Ja. Auf jeden Fall, letzte Folge haben wir die restlichen Blitzmonolithen aktiviert. Damit den Reaktor und jetzt folgen wir dem Kerl zu einem magischen Bauwerk uralter Zeiten. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir zurückschlagen werden. Komm schon. Naja. What the fuck is that? Das ist eine Totenkopfhöhle. Heilige Scheiße. Tja, wieso bin ich jetzt nicht überrascht? Warum zögerst du? Sag mir jetzt nicht, dass ihr mit den Schatten unter einer Decke steckt. Den Schatten? Was redest du da? Sieht das da etwa aus wie ein Gebäude einer vergangenen Kultur? Was denn? Du hast eine solche Höhle schon einmal gesehen? Allerdings. Und was sie beherbergte, war alles andere als freundlich. Ich weiß nicht ganz, wovon du da sprichst. Ha. Was ist dann deine Erklärung dafür? Wir haben schon viele Deutungen dieser bizarren Feldstruktur diskutiert. Doch war bisher keine davon wirklich schlüssig. Sind euch denn keine Schatten begegnet in dem Ding da? Schattenwesen? Hier oben? Nein, sie kommen über den Seeweg. Am Ende einer solchen Höhle stand bisher immer ein Portal aus reinem Kristall, das direkt in die Unterwelt führt. Es ist der Zugang aus dem Schattenreich in unsere Welt für die Armee der Finsternis. Nein, das kann nicht sein. Das ist Wahnsinn. Du hast eins dieser Portale in dieser Höhle da gefunden, nicht wahr? Das ist, ja. Ich habe eine große Kristallapparatur gefunden. Es ist das Objekt meiner Forschung. Das Portal absorbiert magische Energie, sagst du? Ein Wahnsinn. Wenn es stimmt, was du sagst, dann ist dieses Portal noch nicht aktiv. Ich muss das sofort prüfen. Wenn du recht hast, wäre das ein großer Durchbruch für uns alle. Jetzt ist nicht die Zeit für deine Forschung. Wir müssen es aufhalten. Geh du vor in die Höhle bis zum Kristallportal. Ich werde dir später folgen. Warte, wo willst du hin? Ich muss erst eine meiner Schriften konsultieren. Wir sehen uns später. Oh je. Ich habe Angst irgendwie vor dem Kristallportal. Aber das wird das Richtige sein und deswegen gehen wir da jetzt rein. Die Leute sind aber auch ein bisschen doof. Was soll das wohl deuten, die Struktur des Felsens? Das hat sogar eine andere Felsfarbe. Meine Fresse. Manche Leute sind schon so ein bisschen dödelig. So, dann sollten wir uns mal heilen. Irgendwie glaube ich, dass die Schatten jetzt nach der Aktivierung des Reaktors. Und wann wollte Zacharias mir davon erzählen? Könnten die Schatten neue Macht gefasst haben und könnten jetzt wieder auftauchen, was natürlich sehr schlecht wäre. Direkt hier bei der Höhle, bei der Magierfestung. Das wäre, glaube ich, ein sehr ungünstiger Ort. Aber so wird es wahrscheinlich sein. Soll ich vielleicht mal einen Höllenhund beschwören? Wir wissen ja nie, was kommt. Wow, eine Schlucht. Die Höhle sieht echt geil designt aus, muss ich sowieso sagen. Risen hat wirklich ein Hammer Höhlendesign und ein Hammer Bergdesign und sowas. Ich liebe diese kaputten und vielkantigen Wände, muss man schon sagen. Also ich liebe es. Da hinten. Wow, das Kristallportal ist riesig. Und das kommt mir nur so vor. Oh shit. Was bist du denn für ein Eisengolem? Du Dude.
Geh am besten sterben. Aber du siehst verdammt geil aus. Meine Fresse. Ich will auch mal an jeden Nuckel. Warte, was? Das habe ich gerade nicht gesagt, gell? Shit. Bäh. Oh lol, der ist schon hier. Hä? So, du bist also schon hier. Natürlich, ich bin ja auch geflogen. Ah, das ist ja ein toller Trick. Vor allem kommt man so unbehelligt an den ganzen Viechern vorbei. Wieso erzählst du mir nichts davon? Oh, ich hatte wohl versäumt, dich vor den Gefahren dieser Höhle zu warnen. Wir hatten sie schon einmal von den ganzen Monstern gesäubert. Sie kommen jedoch immer wieder. Hm. Huh. Schon gut. Ich bin ja jetzt hier. Ich habe einige sehr interessante Dinge erfahren über dieses Kristallportal. Es ist völlig unversehrt. Ach was. Der Energiestrom des Reaktors kann hierher umgeleitet werden, um es zu aktivieren. Ha. Kollektiver Selbstmord. Großartige Idee. Das Ding schlägt eine Brücke ins Reich der Schatten. Schon vergessen? Du willst deinen Geist zurück. Und da steht das Werkzeug, um ins Reich der Geister zu gelangen. Denk doch noch einmal darüber nach. Hm. Aus einem bestimmten Grund konnte dieses Portal hier errichtet, jedoch nie geöffnet werden. Du redest von der Insel und ihren Kristallen. Die magische Energie hier an diesem Ort machte es den Schatten unmöglich, das Portal aus dem Schattenreich heraus zu öffnen. Ja, und darum haben sie jetzt auch sicher das Interesse daran verloren. Und versuchen nun über den Seeweg Taranis zu erobern. Ja, es passt alles zusammen. Das ist die Gelegenheit, um einen Blick auf die andere Seite zu wagen, ohne ihnen in die Arme zu laufen. Was meinst du? Hm, in Ordnung. Starte das Ding, bevor ich es mir anders überlege. Gut. Dann trete beiseite. Ich muss mich konzentrieren. Uh-oh. Ich glaube kaum, dass das eine geile Idee ist, aber YOLO. Oh shit. Das wäre geschafft. Nun geh und erfülle dein Schicksal, mein Sohn. Okay, das klingt gay, aber ja. Was mache ich hier eigentlich? Was soll's? Wird schon schief gehen. Ja, das wird schief gehen. Das Kristallportal auf Parade. Was ist hier los? Das ist nicht die Welt, die ich kenne. Und auch doch. Fehlen Staub. Wo reden wir mit dir? Was? Was geschieht mit mir? Du hast die Schwelle der Sterblichkeit überschritten. Du bist nun ein Grenzgänger. Aber was bedeutet das? Dein Geist steht hier vor mir, doch dein Körper weilt noch an einem anderen Ort. Du bist tot und doch auch lebendig. Ein Werkzeug der Schatten und auch nicht. Dein Schicksal ist noch nicht geschrieben. Noch kannst du es lenken, doch nur noch für kurze Zeit. Nutze sie, bevor es für dich zu spät ist. Wer bist du? Ich bin Tao. Hüter der Insel der Toten. Ich bin wie du. Ein Reisender zwischen den Elementen. Ich stehe zwischen dem Tod und den Lebenden. Hm. Wie kommst du hierher? Ich bin auf einer langen Reise durch die Elemente. Sie sind ins Ungleichgewicht geraten in den letzten Zyklen. So habe ich nach dir gesucht. Nach mir? Ja. Du bist derjenige, der die Veränderung bringen wird, Grenzgänger. Trotz allem, was mit dir passiert ist.
bist du stark und dein Wille ist immer noch ungebrochen. Durch deine Hand kann das Gleichgewicht der Elemente wiederhergestellt werden. Okay. Du kommst von der Insel der Toten? Einst war sie der Hafen vieler verlorener Seelen. Heute ist sie nur noch leeres und totes Land. Die Schergen des Schattenreiches haben alles vernichtet. Die Geister irren nun rastlos im Schattenreich umher, auf der Suche nach Erlösung. Okay. Wo ist mein Geist? Du selbst bist der Geist, den du suchst. Nur im Traum hast du und dein Körper einen kurzen Moment der Vereinigung. Ja, so etwas habe ich schon befürchtet. Der Weg, den ihr gemeinsam eingeschlagen habt, wird euch an einen großen Scheideweg führen. Ihr könnt euch und die Welt vor den Schatten retten. Doch höre, ihr dürft niemals gänzlich eure Menschlichkeit verlieren. Sonst bist du für immer verloren und dein Körper wird am Ende selbst zu einem Schatten. Wie kann man die Schatten aufhalten? Dein Feind ist nicht unverwundbar. Doch er ist gefährlich und verfolgt seinen Plan mit Geduld und Hinterlist. Ich kann nicht sehen, wer den Kampf um Leben und Tod gewinnen wird. Dass dein Schicksal eng mit dem Geschick der Menschen verbunden ist. Du musst deinen Weg gehen, Grenzgänger. Er ist noch lang. Doch am Ende wirst du die Entscheidung herbeiführen. Aha. Der Grenzgänger. Fest Erfolg. Ja, Mann. Also können wir den Krieg gegen die Schatten gewinnen. Zerstöre die Kristallportale der Schatten. Sie sind der Quell und Werkzeug ihrer Macht. Nur so wirst du die Armee der Finsternis aufhalten können. Das lag irgendwie auf der Hand. Ich will hier schnell wieder weg. Ich kann die Verbindung zu deinem Körper wieder trennen. Aber warte. Ich höre einen Schattenlord. Er hat uns entdeckt. Schnell! Du musst... What the fuck? Was war das? Der heiligen Flamme sei Dank. Du bist wieder da. Du warst einige Stunden fort. Stunden? Es kommt mir vor, als wären es nur Minuten gewesen. Was hast du gesehen? Das Portal muss sofort geschlossen werden. Das kann ich nicht mehr. Es ist jetzt aktiviert. Du warst also wirklich im Reich der Schatten? Ja, aber ich glaube, die Schatten haben mich gesehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Macht die alle tot. Oh, ich bin gleich tot. Oh, fuck, fuck, fuck. Fuck. Warte, was? Nein! Nein! Nein, Leute! Nein! Und ich wette, ich habe gerade nicht gespeichert, als der kam. Wir müssen wahrscheinlich nochmal... Fuck! Ja, ich wusste. Fuck! Fuck! Schnell speichern, nicht was vergessen. Ist hier los? Fuck! Das, was? Du, dein, du, dein. Darf ich da alles überspringen? Wie kann man die... Ich...
ab. Oh oh. So, diesmal zuerst achten. Der Heil. Du. Was? Da. Du. Ja, es ist. Oh, fuck. Der macht so verdammt viel Schaden. So, warte. Zack. Zack. Fuck, fuck, fuck. Kann ich vergessen, du kriegst mich nicht. Warte, was? Und ich wette, ich habe schon wieder nicht gespeichert, weil ich ein Dödel bin. Ah, fuck. Lino, es geht nicht vergraben. Ah, scheiße. Was? Nein. Ah, da. Rage. Quit. Rage. Quit. Ich kann hier drin nicht speichern, da drin lag's. Oh, diesmal schaffe ich es aber. Mit Speichern. Schnell, schnell. Wo du nu hier doch so. Dein. Nu. Ich. Speichert. Der Heil. Du. Was? Das. Das. Hier muss noch ein Nest sein. Alter, macht der scheiße viel Schaden. Das ist unglaublich. Ah, ich bin ausgewichen, ich schwör. Bitte heil, bitte heil. So, und du bist tot und der Schattenlord ist auch gleich tot. Ja! Jetzt sind deine Forschungen an dem Ding hier wohl beendet. Ja, ich für... Das muss ich unbedingt in meinen Unterlagen vermerken. Deine Arbeit hier ist erledigt. Ich brauche dich beim Geisterritual. Du meinst es wirklich ernst damit, ja? Woher hast du dieses Wissen um deinen Geist und das Ritual eigentlich? Aus den alten Schriften in Kalador. Eldrick half mir dabei. Kalador, sagst du? Ich kenne Eldrick gut. Er würde dich nicht zu mir schicken, wenn er sich nicht sicher wäre. In Ordnung. Ich werde dir helfen. Sag mir, wo das Ritual stattfinden soll, und ich werde da sein. Das Geisterritual soll auf der Insel Kila stattfinden. In einer, sagen wir mal, sehr exotischen Spinnenhöhle. Spinnenhöhle? Na, was auch immer. Eldrick wird schon wissen, was zu tun ist. Ich mache mich sofort auf den Weg, sobald ich hier noch ein, zwei Dinge erledigt habe. Wir sehen uns auf Kila, mein Junge. Ach ja, und sage Neron auf der Galeere, dass er dich auf dem Meer ab jetzt unterstützen soll. Ja, nice. Mach ich. Ich... Oh, kann ich hier noch was aufheben? Kann ich das zerstören, das Kristallportal? Ja, Mann.
So, und was steht jetzt an? Das Geisterritual? Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal ans Deck. Da ist es. Und sagen dem Kerl Bescheid, dass er uns unterstützen soll. Denn wir sind ja jetzt sehr mächtig. Und dann werden wir uns nach Kanada begeben und werden dort Bescheid sagen. Hey, wir sind schlau und geil und ihr macht jetzt, was wir sagen. Das will ich machen. Und davon hält mich auch wahrscheinlich keiner ab. Und ich muss sagen, wir haben echt das geilste Schiff erwischt mit diesem Dämonenjäger-Ding. Das ist nur ein Kadett. Such dir wen anders zum Reden. Mach ich. So. Du sollst mich mit deiner Galeere im Kampf gegen die Schatten unterstützen. Echt jetzt? Aber... Befehl von ganz oben. Na gut, dann mache ich die Galeere sofort startklar. Wir treffen uns im Hafen von Antigua. Antigua? Ist das nicht dieses alte Piratennest? Genau das. Alles klar, das kenne ich. Also, auf nach Antigua. Sehr schön. Weitermachen. Okay, nice. Wir sind, muss ich schon sagen, weit vorangekommen. Und jetzt begeben wir uns auf nach Kalador zu unserem Auftraggeber Eldrick. Werden ihm davon berichten und dementsprechend können wir vielleicht schon das Geisterritual starten. Was eine ziemlich coole Sache wäre. Mhm. Muss man schon sagen. Jetzt gehen wir noch kurz zu Eldrick. Gucken, was der sagt, wie schon gesagt. Und ja. Dementsprechend war es das dann auch schon für diese Folge. Wenn wir. Dieser wahnsinnige Inquisitionskommandant Sebastiano ist mit seinem Khan in der Nähe gesichtet worden. Das heißt, wir müssen uns auf eine Seeschlacht mit ihm vorbereiten? Sieht ganz so aus. Das wird ein harter Brocken. Bereite dich also gut darauf vor. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Okay. Leute, dann mache ich hier einen Cut. Wenn wir dann wirklich, wir schlagen dann nächste Folge die Schlacht und werden hoffentlich das Geisterritual antreten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir nähern uns schon langsam dem Ende von Risen 3 zu. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da und verbreitet das Video. Da würde ich mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr dabei seid. Haut rein, macht's gut. Und ich wünsche euch einen schönen Donnerstag, wenn ich das richtig sehe. Tschüss!